Moin zusammen. Dies ist eine kurze Einleitung in das Thema Software Engineering aus historischer Sicht. Das heißt, wir gucken uns die Motivation an, die zur Disziplin Software Engineering geführt hat. Ich muss zugeben, das Ding ist deutlich zu kurz geraten, weil die Historie da wesentlich spannender ist und viel mehr Details hat als das, was ich darstelle. Für die Motivation unserer eigentlichen Veranstaltung, also wo kommen die Sachen eigentlich her und warum ist es sinnvoll, sich damit zu beschäftigen, sollte es aber eigentlich ausreichen. Softwareentwicklung selber hat schon relativ früh begonnen. Es gab viele Systeme, die in Hardware gegossen waren, in Anführungsstrichen, also Rechenmaschinen, die schon einige Jahrhunderte früher entwickelt worden sind. Eine richtige Rechenentwicklung können wir ungefähr so ja, Ende der 1930er Jahre dann verdrahten, ja, Richtung Zweiten Weltkrieg und Berechnungen, die man dort machen wollte, wie zum Beispiel eine Chiffrierung und ähnliche Dinge, die es damals gab. Kommerziell und eben größere Softwaresysteme sind so ab den 1960er Jahren aufgekommen. Das heißt, da gab es schon die Idee von Großrechnern, die dann eben automatisiert irgendwas berechnen konnten. Der Wunsch danach zum Beispiel, Bestellsysteme zu automatisieren. Das heißt also Kundenverwaltung und Bestellungen dann eben gemeinsam irgendwie im Computer zu bearbeiten. Diese Ideen gab es damals schon. Programmierung bei kleineren Systemen war im Wesentlichen die Kunst der Person, die selbst programmiert hat. Das heißt also, sie musste von ihren eigenen Fähigkeiten leben und sie musste dann eben sich selbst die Sachen teilweise beibringen. Natürlich gab es dann schon Schulungen dazu und auch erste Programmiersprachen. Aber es war relativ individuell gestaltet und eben bis auf die Möglichkeit, das etwas systematisch über Austausch zwischen Leuten zu machen, war Programmierung eher nur etwas Individuelles, was dort passiert. Das hat dazu geführt, dass viele große Softwareprojekte oder je größer sie wurden, desto schwieriger wurden sie und desto seltener waren sie erfolgreich oder sie waren sehr, sehr teuer, weil man sehr, sehr viel Zeit ins Testen stecken musste. Diese Überlegungen kamen immer wieder auf und wurden irgendwann zusammengetragen. Ein Klassiker, den man gerne zitiert, ist eine Konferenz 1968, eine NATO Software Engineering Konferenz. Die NATO nebenbei hat schon damals eben einfach so auch Forschung natürlich in dem Bereich intensiv dann unterstützt. Deswegen gab es auch solche Konferenzen dann dazu. Und da ist eben erkannt worden, ja, Programmierung funktioniert nicht mehr so richtig im Großen. Wir können mal überlegen, was sind die Gründe dahinter? Die Gründe dahinter sind vielschichtig, aber einer der Gründe war Techniken, Programmiersprachen. Hier zum Beispiel mal dargestellt, Go to Considered Harmful von Edgar Dijkstra, 1968 eine Arbeit, die einfach festgestellt hat, dass der Go-To-Befehl, mit dem man kreuz und quer im Programm hin und her springen kann, zwar sehr flexibel ist, aber eben praktisch nicht wartbar, weil man nicht genau weiß, wo man überhaupt in dem Programm ist. Und die Ideen der Modularisierung von Programmen, also das, was wir heute so üblich kennen, aufteilen in kleine Methoden und sowas Schönes, das war da eben noch nicht so sehr verbreitet. Das war also ein Problem, was man erkannt hat. Kraut- und Rübenprogrammierung in Anführungsstrichen. Zweite Sache, die man auch erkannt hat, dass der eigentliche Entwicklungsprozess der Software nicht wirklich klar strukturiert war. Jeder seine eigenen kreativen Ideen hatte und dass es da einfach nur von den individuellen Leuten abhing, wie sie es gemacht haben. Es gab natürlich schon Diagramme und Ähnliches, aber die waren alle zum Beispiel nicht normiert. Und ja, so ähnlich, wie man das kennt, so bei Professoren, klitzekleine Sachen, die unterschiedlich sind und schon können sie es nicht mehr gemeinsam nutzen oder jeder hat eine noch tollere Idee für eine Notation und so. Und so gab es eben dann im akademischen und im praktischen Bereich da viele Sachen, die zusammenkamen und ja, zwar nett waren, aber dann irgendwie nicht wirklich zusammengepasst haben, wenn man größere Projekte gemacht hat. Und diese Idee oder diese Probleme führten dazu, dass man sich überlegt hat, kann man das etwas systematisieren? Und daraus ist rausgekommen erstens die Idee, dass man Softwareentwicklung eben als Vorgehensmodell haben sollte, dass es verschiedene Schritte und Phasen dort gibt, die man systematisch bearbeiten sollte und dass man, ähnlich wie man das von Ingenieuren her kannte, eben Zeichnungen hat, Baupläne hat, mit denen man dann schrittweise Software entwickeln kann. Ein Beispiel dazu sind so Nassi-Schneidermann-Diagramme, mit denen man so Abläufe darstellen kann. Falls Sie mal in der Schule gehabt haben oder woanders gesehen haben, auch ganz nett. Auf jeden Fall gab es dann die Ideen zu sagen, aha, Software muss modular entwickelt werden können und muss vom Entwicklungsprozess unterstützt werden können. Und diese Modularisierung hat sich dann auch fortgesetzt in Programmiersprachen. Man konnte es zwar schon immer machen, aber es wurde noch nicht so richtig gefordert und gefördert. Die Idee der abstrakten Datentypen und der Datenkapselung sind da insbesondere zu nennen. Das heißt, die Ideen, dass man eben
Sachen zusammenpackt, die zusammengehören, also einen Datentypen erstmal und seine Funktionen dazu, dass das getrennte Dateien sind, dass man nicht alles in einzelnen oder in zentralen Systemen verwalten muss, ist schon zum Beispiel ein guter Ansatz gewesen. Das geht weiter hier zum Beispiel hin, dass es dann verschiedene Analysemöglichkeiten gab, zum Beispiel Structured Analysis und Design Technique. Relativ bekannt damals, hat sich da weit durchgesetzt, auch bis in die 90er Jahre verbreitet, war eben so eine Idee, Software vielleicht modular aufzubauen. Das wurde dadurch eigentlich nicht so richtig unterstützt, deswegen ist das auch nicht ganz so weit, also hat es nicht überlebt. In die 80er Jahre sind unter anderem dadurch gekennzeichnet, oder auch Ende der 70er Jahre, dass die Softwareentwicklung deutlich einfacher wurde. Das heißt, man konnte schneller entwickeln, weil es einfach brauchbare Editoren gab, Compiler, die relativ einfach nutzbar waren und man zum Beispiel nicht mehr so was Komisches nutzte wie Lochkarten. Und man also sein Programm an Löchern dann in Karten stampfte, dann das irgendwo abgab, das dann von einem Rechner eingelesen wurde, der Rechner dann das Ding versucht hat zu kompilieren und dann irgendwie ein paar Stunden später gesagt hat, ist nicht, kann ich nicht kompilieren. Und dann hat man seine Lochkarten wiederbekommen, durfte die dann eventuell austauschen, kleben, flicken oder Ähnliches mitmachen, bis man dann seine Software hatte. Also, das, was wir kennen, ein bisschen in den Rechner reinschrummeln und dann eben zack mal auf den Compiler drücken, ist durchaus eine Sache, die es früher nicht gab. Ja, aber die Ideen eben der Modularisierung wurden dadurch vorangetrieben, auch dass es dann eben durchaus kleinere und auch schwächere Rechnersysteme gab, auf die man trotzdem entwickeln können wollte. Das ist also eine der wichtigen Ideen. Objektorientierte Programmierung ist gerade bei dieser Abstraktion zu nennen, ist sehr wichtig. Die Ideen stammen eigentlich von Simula 1967, also Simula 67, wurden allerdings nie so ganz weit verbreitet angeguckt. Es gab dann eben mit Smalltalk die erste wirklich tolle objektorientierte Sprache. Die ist aber ungeschickt vermarktet worden, weil man meinte, man muss dazu auch parallel Rechner verkaufen. Auch moderne Systeme, wo zum Beispiel die erste Maus dann kommerziell dran war, aber ja, das war eben halt ein recht geringer Erfolg, den es gab. Objektorientierung trotzdem wurde als gute Idee erkannt, deswegen zum Beispiel in C reingeklöppelt, zwangsweise. Die Lösung war damals schon eben ein Kompromiss, weil man eben auch gerne C-Programme weiterlaufen lassen wollte mit einem C++-Compiler. Das heißt, alle Möglichkeiten, die man dort hatte, musste man dann auch in C++ haben. Rausgekommen ist eine Sprache, mit der man sehr sauber objektorientiert entwickeln kann, nur macht das praktisch niemand, weil es immer diese schmuddeligen, schlunzigen Varianten gibt, die in C++ dazugekommen sind, die man vielleicht etwas abkürzen kann und so. Deswegen also handle with care, C++, man kann es gut machen, aber es machen nicht viele wirklich gut dann in der Form. Ja, und dann eben, nun gab es eben auch die Möglichkeit, während der Entwicklung der Programmiersprachen, dass sogenannte Bibliotheken und Frameworks entstanden. Also Sachen, wo man nicht mehr alles selbst programmieren musste, sondern es gab schon größere Möglichkeiten, dann das zu nutzen, was da war. Warum sollte man zum Beispiel seine eigene Listenverwaltung immer wieder programmieren? Sie kennen aus C++ wahrscheinlich die Standard Template Library und solche Dinge. Da sind so Ideen, die dann aufgekommen sind und die dann auch eben teilweise frei zur Verfügung standen. C ist dadurch erfolgreich geworden, dass es eben mit Rechnern zusammenverkauft wurde und nichts extra kostete. Ansonsten war ein Compiler typischerweise eine recht teure Sache, jedenfalls im kommerziellen Bereich. Die Ideen gehen weiter. Die 90er Jahre, also man kann schon Software entwickeln, ungefähr so, wie wir uns eigentlich heute machen, eben auch, dass alles ein bisschen langsamer ist. Aber ein Grundproblem von damals blieb. Die Modellierungsansätze und Sprachen, die man hatte, waren alle super kreativ, aber nicht kompatibel. Und jeder malte die Sache ein bisschen anders. Klassen in Kästchen, Klassen als Wölkchen besonders schön dargestellt und so was gab es da alles. Und dann haben sich eben Leute zusammengesetzt, die relativ anerkannt waren in dem Bereich und haben angefangen, über Vereinheitlichung nachzudenken. Und da sind eben die Namen, die hier drin stehen, Grady Booch zum Beispiel, Rumbo und Jacobson genannt. Jacobson ein bisschen später dann, die eben gesagt haben, wir wollen eigentlich eine Entwicklungsmethode entwickeln, aber dann irgendwann relativ schnell festgestellt haben, nee, Methode kriegen wir doch nicht hin, weil die Entwicklung von Software im Hardware-Bereich oder für sehr kritische Systeme, Gefahr für Leib und Leben, ist deutlich was anderes als ein ERP-System oder ein Spiel. Deswegen, die Ideen waren gut, aber sie sind eingeflossen dann eben nicht in ein Method-Ding, sondern in die Unified Modeling Language. Die ist damals eben definiert worden und dann relativ kurze Zeit später standardisiert worden von der Object Management Group.
Ja, seitdem gibt es die UML und man kann damit eben ingenieurwissenschaftliche Zeichnungen machen, Klassendiagramme, die Sie nach dieser Veranstaltung sehr sauber zeichnen können müssen zum Beispiel und die jeder dann lesen kann und weiß, was damit gemeint ist. Ja, die UML selber nochmal ist eben keine Entwicklungsmethode, sondern bietet eine Sammlung von Beschreibungssprachen an. Ideen, solche Prozesse zu vereinheitlichen, gab es immer mal wieder. Hier der Unified Process zum Beispiel ist so ein recht bekannter Vertreter davon. Ja, machen wir einen kleinen Sprung. Wie sieht es aktuell aus? Vorgehensweisen werden auf individuelle Projektanforderungen abgestimmt. Das heißt, es gibt weder das eine Vorgehen noch die optimale Programmiersprache, sondern man muss gucken, was muss in dem Projekt gemacht werden? Welche Leute hat man? Welche Erfahrungen hat man? Ist das Projekt irgendwie auf langfristige Zeit angesetzt? Muss man das auch in 10 Jahren noch pflegen können? Geht es um Gefahr für Leib und Leben? Muss man, oder geht es darum, die Sachen in Hardware reinzugießen, sodass man sie später nicht mehr ändern kann? Das sind viele Anforderungen, die zu sehr unterschiedlichen Varianten vom Software-Engineering geführt haben. Kernbereich, wenn wir uns angucken, gibt es die Sachen, die ähnlich sind, aber im Detail sehr unterschiedliche Ausprägungen davon. Die UML selber wird unterstützt von Computer-Aiding Software-Engineering-Werkzeugen, also Computer-Aided Software-Engineering, um es sauber zu sagen. Ganz einfach Werkzeuge, mit denen man eben die UML und Programmierung verknüpfen kann. Gucken wir uns hier nicht ganz so intensiv an, aber ja, ist dann trotzdem eine gute Idee gewesen, dass man das haben konnte. Die UML ist kontinuierlich weiterentwickelt worden, aber im Kern nicht sehr weit verändert worden. Das ist das Wichtige. Also Diagramme der UML 2. Weiß ich nicht, 0 können Sie immer noch lesen und genauso nutzen wie eben die Diagramme der aktuellen Version 2.5.1. Aktuell bezieht sich hier auf den Stand eben Mai 2020. Das heißt also, ist immer noch der aktuelle Stand. Hinzugekommen sind ein paar Diagrammarten, die man eben in speziellen Bereichen, die ich gerade genannt habe, brauchen kann, aber in diversen Bereichen auch nicht. Aber ist ja nicht verboten, für einige Leute mal was Tolles da hinzuzufügen. Die Ideen gehen hier nebenbei noch weiter, dass man eben Designmodelle benutzt, eben UML-Modelle und versucht, daraus ein Programmgerüste zu generieren. Das gibt es auch. Bringt eigentlich auch nicht ganz so viel, weil ja, alles Einfache, was Sie programmieren müssen, wird dadurch generiert. Das heißt, nur noch die schwierigen Aufgaben bleiben für Sie da und Sie gewinnen ein bisschen Zeit, weil die einfachen Aufgaben weg sind und Sie nur noch schwierige Sachen machen müssen. Also deswegen, ja, also kann was bringen, Wissen erreichen, ist aber kein Muss, dass man hier auf Generatoren setzt. Ja, das heißt also, in der Modellierung der Software ist immer noch sehr viel machbar, aber sie ist immer noch klar die Grundlage für die Softwareentwicklung. Und die zweite Sache, ein bisschen hier zu kurz gekommen, die Anforderungsanalyse mit der Erstellung der Modelle ist eben ein zweiter wichtiger Prozess, der auch kontinuierlich weiterentwickelt werden sollte. Überlegen wir mal ganz kurz, also sehr kurzer Ausschnitt, warum scheitern Softwareprojekte? Klitzekleine Auswahl. Wenn Sie nach dieser Folie kurz anhalten, sollten Sie noch wesentlich weitere Möglichkeiten aufschreiben, wie man trotz engagierten Teams eventuell zu schlechter Software kommen kann. Ja, und die Auswirkungen der Softwareprojekte und schlechten Softwareprojekte kennt man. Software wird zu spät geliefert oder sie erfüllt nicht mehr die Wünsche des Kunden. Sie läuft nicht auf der vereinbarten Hardware, die man dort haben kann, ist ganz einfach zu langsam oder der Speicher reicht nicht aus. Oder die Software kann dann zum Beispiel nicht erweitert werden oder mit anderer Software zusammenarbeiten. Das sind alles so Punkte, wo man sagen kann, dieses Softwareprojekt ist von äußerer Sicht gescheitert oder halt zumindest nicht erfolgreich. Die Frage, die sich da eher stellt, ist, was ist der Hintergrund davon? Warum kann so etwas passieren? Sind die Leute alle zu dämlich dazu, sich das genauer anzugucken? Das ist wohl nicht die Antwort, sondern die Antwort ist, Softwareentwicklung zielt auf ein bewegliches Ziel, weil sich die Sachen verändern können im Laufe der Zeit, die Wünsche des Kunden, die Rechnersysteme, die angeschlossen sind, die anderen Softwaresysteme. Und man muss eben explizit klar machen, was man wirklich haben möchte. Und das ist eben gerade bei der Softwareentwicklung nicht trivial, das festzuhalten. Ja, deswegen nochmal kurz die Antworten. Ab 1967, nachdem der Begriff Softwarekrise geprägt wurde, eben 1968 dann mit diesen Ideen zusammengetragen wurde, festgestellt wurde, wo liegen die Probleme, was brauchen wir? Und die wichtigsten Lösungsansätze sind eben Programmiersprachen, die Abstraktion unterstützen. Gerade Datentypen, abstrakte Datentypen. Wir haben Funktionen, wir haben Module oder Klassen dann später in der Form. Wir können dann diese Sachen lokal verwalten. Wir können sie lokal testen. Wir müssen nicht immer das Gesamtsystem angucken.
Wir müssen nicht alle Sachen doppelt programmieren. Es gibt Bibliotheken, viele freie Bibliotheken und verwandt damit Frameworks. Frameworks sind meist dann eben so bibliotheksartig, aber sie geben Vorgaben. Das heißt, da steht zum Beispiel drin, wie Sie dann irgendwelche Klassen gestalten müssen, zum Beispiel über Interfaces. Und dann übernehmen Frameworks diverse Arbeitsschritte und Sie müssen sich nicht drum kümmern. Beispiel ist eine Persistierung von Objekten in Datenbanken. Das muss man ein bisschen konfigurieren und zack, alles, was Sie über Datenbanken gelernt haben, ja, wird da automatisch geregelt. Es ist trotzdem wichtig, dass Sie wissen, wie Datenbanken funktionieren, weil es gibt da noch Optimierungsmöglichkeiten und man kann auch das wieder ungeschickt machen. Ja, die UML, zentrale Notation, vereinheitlicht, standardisiert, sehr wichtig, ist ein zentrales Hilfsmittel, um die Prozesse zu dokumentieren. Und wir müssen unsere Prozesse klar beschreiben. Also, was soll wie, wo, wann gemacht werden? Die Prozessbeschreibung, etwas abstrakter, sind dann Vorgehensmodelle und die beschreiben dann eben, was sind die Hauptziele einzelner Schritte, die man dort macht und wie kann man das eben dann individuell umsetzen. Und hier schon mal wichtig, ein Vorgehensmodell muss typischerweise sich an Projekt und Kunden anpassen, damit es erfolgreich gelebt werden kann. Versuchen wir den Begriff Software Engineering mal zusammenzufassen mit dem, was wir gerade hier so gesehen haben. Und da habe ich mal versucht, das innerhalb von 2 sehr langen formalen Sätzen zusammenzupacken. Da können wir mal kurz drauf gucken, was da steht. Also Software Engineering. Zusammenfassend kann man Software Engineering als die Wissenschaft der systematischen Entwicklung von Software, beginnend bei den Anforderungen bis zur Abnahme des fertigen Produkts und der anschließenden Wartungsphase definieren. Es werden etablierte Lösungsansätze für Teilaufgaben vorgeschlagen, die häufig kombiniert mit neuen Technologien vor ihrer Umsetzung auf ihre Anwendbarkeit geprüft werden. Das zentrale Mittel zur Dokumentation von Software-Engineering-Ergebnissen sind UML-Diagramme. Das versucht das zusammenzufassen, was wir dort haben. Nochmal wichtig oder vielleicht neu, die Wartungsphase steht hier mit drin. Also, unser Ziel ist es, wart- und erweiterbare Software zu schreiben. Das ist das, was Sie bis jetzt im Studium nicht machen mussten. Da haben Sie noch eine Übungsaufgabe gehabt, haben programmiert, Prof war glücklich, Sie waren glücklich, ab in die Tonne damit und Sie mussten es nicht weiter angucken. Das ist eben nicht die Realität. Ich möchte das gerne wart- und erweiterbar haben. Ja, und hier steht nochmal drin, etablierte Lösungsansätze. Das heißt eben, viele Probleme sind schon von anderen Leuten gelöst worden. Da müssen Sie jetzt nicht drüber nachdenken, wie muss ich das eigentlich lösen, sondern nur, wo ist denn der Lösungsansatz? Und dann kann man sich eben mit der Gesamtprojektaufgabe beschäftigen und dann eben wirklich die schwierigen Themen der Projekte bearbeiten. Aber viele Detaillösungen werden wir sehen, gibt es schon und die werden wir dort weiter nutzen. Deswegen ist Software Engineering eben wirklich der Schritt zwischen Programmieren, ein bisschen rumskrimmeln und dann eben sehen, auch funktioniert schon und ich bringe mir selber was bei, bis hin zur systematischen Entwicklung von Software, die eben dann wart- und erweiterbar ist.